dass hier eine Abzocke ist. Blablabla. Bla, bla, bla. Oh ja, du stinkst. Ja, finde ich auch. Hm. Ja, ja, stimmt. Nein! Junge, was soll das? So, ich gehe jetzt mit dem Pona weg. Abzocke ist das hier, dieses blöde Hunderennen. Epona, wo bist du jetzt schon wieder hin? Oh, du blödes Pferd. Ach ja, stimmt. Wow, gleich ist der erste Abend der ersten Nacht. Des ersten Tages, meine ich. So, ich steige jetzt rauf. Und reite. Nicht so, wie ihr es denkt. Nein, ich reite normal. So, ab zum Ausgang. Und adios, Romani Range. Warum wird hier keine Musik abgespielt? Ist ja voll öde. Na gut, ich bin gleich da. Wimmelstraße. Und los. Los! Hü! Und hü und hot. Und hü hot. Wo waren das nochmal? Ach ja, hier. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, 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 so war das, ne? Und zack. Jetzt ein bisschen wieder die Möhren auf. Rüsten. Und jetzt geht's los hier. Jetzt springen wir rüber. Und voila! Wir sind drüben. Und sind jetzt an der Ostsee. Näher am Ozean. Was sage ich denn da? Alle still. Wir sind an der Schädelküste. Okay, hier bekommen wir irgendwo die Zora-Maske. Nein. Und anhalten. Nein, ich wollte eigentlich raus, absteigen. So, dann gehen wir mal in das Haus da, ja? Und gucken wir mal. Vielleicht ist hier die Auskunft. Fischerhütte. Naja, passt. Och, ist das süß. Na, komm mal her. Nee, mit dir will ich nicht reden. Schon seit 30 Jahren fange ich hier Fische. Mittlerweile bin ich sogar besser als die Leute vom Volk des Horas. Zumindest würde ich das gerne von mir behaupten können. Seit kurzem ist das Wasser hier sehr warm geworden. Das kommt meinen Bemühungen nicht gerade entgegen. Außerdem ist das Wasser auf einmal so trüb geworden. Jedes Mal, wenn ich hinausfahre, verirre ich mich und lande wieder am Strand. Sowohl wir Fische als auch die Fische selbst sitzen arg in der Klemme. Da fällt mir ein, ich sah einen Zora, der leblos in der Bucht trieb. Aber ich glaube, da käme jede Hilfe zu spät. Was? Idiot, dann hilft er ihm nicht. Lol. Na gut, werde ich das mal machen. Link, der Ritter der Leute in Not. Ah, Epona, ey, ich brauche die. Epona, wo bist du? Da. Okay, irgendwas soll also im Wasser schwimmen. Anscheinend ein bewusstloser Zora. Wenn nicht sogar jetzt toter. Mal sehen. Ruhig, Epona. Ah, da vorne. Da, wo die Möwen rumkreisen. Ja, das ist einer. Das muss er sein. Oh mein Gott, gleich haben wir die letzte Maske, damit man sich verwandeln kann. Glaube ich zumindest. Ich kenne mich hier ja nicht so aus, nie. Ist ja nicht sehr der Ocarina of Time. Ist da jemand? Bitte! Gugu, hilf mir! Ans Ufer. Ans Ufer. Ja, dann geh doch. Warte, ich gebe dir einen Schwung von hinten. Aktion? Hä, hey, da konnte man gerade Aktion machen, wie jetzt. Ach, man muss ihn sogar schieben. Oh Gott, das ist ein bisschen pervers jetzt. Er nimmt sie von hinten und macht da komische
Geräusche. Naja. Okay. Ich sehe es kommen, er fällt um. Ich sehe es kommen. Ja. Oh Gott. Habe ich ihn zu hart daran genommen? Ich bin Miyako vom Volk der Zora, Gitarrist in einer Zora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Ich höre. Eins, zwei, drei. Oh Baby, hör mir zu, bald beginnt der Karneval, alle warten auf unseren Auftritt. Das soll ein Song sein? Aber dann hat uns unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Woho, in der Schädelbruch gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh Baby, hör mir zu. Ich will nicht betteln. Gerudo-Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mir mich aufgehalten. Baby, muss ich nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden. Keinen Frieden. Bitte, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh, bitte. Will denn jemand meine Seele heilen? Das war alles. Ich danke dir. Okay. Hilfe. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt Lied der Befreiung. Jetzt geht's los. Ich reinige seine Seele. Okay, das ist er. Er schwebt gerade. Das ist die Todesmusik. Beziehungsweise die Abschiedsmusik irgendwie. Er schwimmt im Nichts. Da kommt seine Freundin anscheinend. Ach, das ist die mit der Stimme? Schätze ich mal. Ja. Ist die Sängerin? Ist der Gitarrist?